Er ging hin, stand an der Wohnzimmertür, spähte hinein und sah Marianne drinnen herumwalzen. Er räusperte sich und ging hinein. Marianne, sagte er. That old black magic, sang Marianne. Ja? Ich möchte mit dir sprechen. Er rückte seine Krawatte zurecht. Da dam da dam da da di dam dam dam, sang sie. Hast du gehört, was ich sage? Fragte er. Ach, er ist so nett, antwortete sie. Ja, gewiss. Weißt du, er verbeugt sich, öffnet mir die Tür wie ein Portier, spielt Trompete wie Harry James und heute Morgen hat er mir Maßliebchen mitgebracht. Sie blickte zur Decke hinauf. Er fand an der Decke nichts Bemerkenswertes. Während er auf sie zuging, tanzte sie und sah weiter zur Decke hinauf, an der er weder eine Regenspur noch einen Riss entdeckte. Marianne, seufzte er, wir haben im Café am Fluss Hummer gegessen. Hummer, ich weiß, aber wir möchten nicht, dass du ganz schwach wirst und zusammenbrichst. Irgendwann mal, am besten morgen, musst du zu Hause bleiben und deiner Tante Mathilda helfen, Telleruntersetzer zu machen. Ja, Onkel. Sie wandelte verträumt mit gespreizten Flügeln durch das Zimmer. Hast du mich verstanden? Fragte er. Ja, flüsterte sie. Ja,